Schottisch Halbhoch, Folge 4, Saison 2023-2024. Hallo miteinander. Jalsch, wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir müssen Folgendes festhalten, Jalsch. Unser Experte, sprich der Jalsch, hat immer recht. Hat er wirklich immer recht? Schaut hier. Abschiedskandidat Nummer 1, Ritter 24, schickt den großen Scheiß. Abschiedskandidat Nummer 1, Ritter 24, schreibt den ganzen Scheiß. Vierende, auch Bernet Spieler im Garbi der Heimfahrt von Valpozchiavo zurück nach einem 3-1 Auswärtssieg. Jalsch, du hast es als Abstiegskandidaten Nummer 1 tituliert. Sie haben auswärts im Valpozchiavo, wo es nicht einfach ist, wir fahren 4 Stunden her und so weiter, gewonnen. Ich habe fast das Gefühl, auch Bernet ist ein Aufstiegskandidat. Ja, fällt noch der Pokal dort. Nein, wir mit Kehren schon im Dorf lassen. Die sind im Fall nur gegen die Aufsteiger gewonnen, nicht mehr. Also die Tüte als wären Weltmeister geworden. Ich sage einfach eins, nach der Stimme, die ich da gehört habe, habe ich da mal etwas ausgedruckt. Das sind alte Boygroup, Backstreet Boys, hä? Da sind wir wieder. Und du hast ja gesagt, ich soll mal ein neues Projekt machen oder so. Dann habe ich mir überlegt. Rintal 24 sucht einen Superstar. Hä? Ich komme auf euch zurück, ich lade euch alle ein. Mal schauen, ob wir dann auch so gut singen können. Sie wären durchaus, glaube ich, prädestiniert. Wobei, ich staune ein bisschen. Das sind ja eigentlich Rafer, oder? Die sind an jedem Daydance. Aber ich habe das Gefühl, die haben wie irgendwo die Interessen gewandelt. Das ist ja so eine Mischung aus Schlager und Zillertaler Schürzenjäger, so wie die sind. Ja, bald sind jetzt Pippi Langstrumpf, ja. Muss schauen. Also, auch Bernet, wir freuen uns, dass ihr gewonnen habt. Gewonnen haben wir übrigens nur dank einem Mann. Der Bruno Kaufmann ist mit. Kaufmann. Maler von Bernet. Wir kennen den Mann. Mächtiger Typ. Aber das ist geil, das muss man schon sagen. Es ist cool, wenn so Leute noch mitgehen, die weite Fahrt also auf sich nehmen und so. Es ist cool. Wo wir ja gegangen sind am Heimspiel, war niemand gewesen. Das ist himmeltraurig. Aber das ist wieder cool, wenn man sieht, da können die Leute wirklich genau. Mit. Dauer sind begleitet worden von Sponsoren und Fans, wo die dabei sind. Unter anderem der Bruno, der natürlich die Hooligans von Valpozchiavo allein in Schach gehalten hat. Wir gratulieren dem FC Bernet zum ersten Saisonsieg und wünschen weiterhin gutes Gelingen. Heute Abend in Winkeln. Der Jalsch ist ein bisschen skeptisch. Was ein bisschen? Das ist klare Niederlage. Ihr wisst ja, der Jalsch hat in der letzten Saison gesagt, Mundlingen gewinnt kein Spiel mehr und nachher hat Mundlingen eine unglaubliche Serie hergekriegt. Also, es bleibt alles offen. Es bleibt alles offen. Auch Bernet ist in der Saison drin. Denn die anderen 20 ist, wir haben ein gutes Derby gesehen am Sonntag Altstädte gegen Mundlingen. Klare 4-0-Sieg. Schabani überragend mit 3 Goal. Jalsch, was heißt zum Spiel? Hat dir etwas Besonderes gefallen? Bist du erstaunt über den Klarsieg? Nein, also für mich ist ja klar. Also ich habe ja gesagt, dass Altstädte gewinnt. Die werden die nächsten Match gewinnen. Ich weiß nicht, wer denen soll beistellen. Also ich weiß wirklich nicht. Du hast auch einen gesehen. Sie sind gerade 2 Gänge runter. Sie sind 2-0 führig. Sehr schöne Goals geschossen. Und ja, und dann ist klar, dass das Spiel nicht mehr so schön war für uns Zuschauer. Weil es ist mehr so über den Kampfgang hin und her. Mondlin hat 2 klare Chancen gehabt mit dem Furkan und mit dem Cialar. Allein vor dem Goal haut sie drüber mit dem Kopfball und der Furkan verzieht ja. Auf von halb rechts. Ja. Also ich sage auch, wenn dort vielleicht noch das Goal kommt, sieht es ein bisschen anders aus. Aber insgesamt Altstädte sehr dominant. Und was ich schon glaube, also, oder was Gegner muss nachdenklich stimmen. Man hat eigentlich während dem ganzen Spiel das Gefühl gehabt, wenn nötig, könnten die Altstädter nochmal zwei Gänge rauffahren, oder? Also du hast ja gesehen, wenn der Schawani Lust hat, dann haut sie einen Winkel auf. Sie haben ja nicht super gespielt, sie haben eigentlich solid gespielt. Ja. Und sie haben auch nicht mehr müssen, Nathan. Das haben wir auch gesehen. Sie gehen 2-0 in die Halbzeit, sie müssen nicht mehr Mondlinger machen. Bei Mondlinger fällt einfach ein Zehner oder ein Stürmer, sage ich. Weißt du, braucht es einen Kreativen. Das einer, der die letzte Spiel kann spielen. Ich sage auch, wieso lässt man den Frick jedes Mal links außen spielen? Wieso lässt man ihn vorne spielen? Das wäre auch mal eine Idee, sag das. Das ist, für mich ist der, wie verbraucht, wenn er einfach links Mittelfeld spielt. Er ist ja nicht der Schnellste. Dann lässt man doch lieber vorne den Elf verlängern, Kopfball oder so. Ich würde zwar vorne an der Spitze, aber der Wally und Thomas, sie wissen sicher besser wie ich, oder? Genau. Und was man auch gehört hat, Thomas Koller hat ja in der ersten Halbzeit 2 Spieler rausgenommen. Ja. Unter anderem den Frick gebracht, der unter der Woche noch Nazi-Einsatz hatte.
Und der Thomas hat, glaube ich, die erste Halbzeit nicht wirklich gefallen. Ist, glaube ich, ziemlich laut geworden in der Kabine. Das ist der hat ordentlich getobt. Ich habe insbesondere die Leistung nicht so schlecht gefunden. Es hat einfach ein bisschen... Man hat jetzt das Gefühl gehabt, sie sind auf den Platz gekommen und haben im Kopf, wohl da holen wir etwas. Es hat so ein bisschen den letzten Zwick gefehlt. Ja, aber also das ist immer ein Schritt voraus. Es ist im Moment gegen Altstädte sicherlich nicht einfach zu spielen. Altstädte spielt heute Abend in Rorschach. Und Mundlingen ist in dieser englischen Woche spielfrei und erst am Wochenende wieder im Göpp beschäftigt. Am Freitag in Henau. Sehr gut. Regional hätten wir schon in dem Fall besprochen. Wir kommen in die Interregional zu Wittnau, gewonnen in Wiel. Und gerade schon mit dem Sieg natürlich eigentlich einen schlechten Saisonstart abgewendet. Ja, ist überraschend für mich gewesen. Also ich habe es nicht erwartet, dass sie in Wiel gewinnen. Aber ja, 3-2, Kevin Ekborn wieder überragend, wieder ein Goal geschossen, wieder Assist. Also der Rebschner, der ist parat. Also den kann man zählen. Und ich habe ihn gesehen am Mittwoch in Liebenzau. Er ist sehr stark. Er ist ein Junge und er hat Potenzial. Viel Punch, ja. Ich denke auch, oder Wittnau, sind es 5 Punkte, sind gerade über dem Strich. Dieses Jahr übrigens, oder in dieser Saison, 4 Absteiger in der Interregion. Aber da werden sie mit dem 9 zu haben. Glaube ich auch nicht. Also, sie haben jetzt 5 Punkte Rückstand auf der ersten. Wittnau, bin ich überzeugt, wird im ersten Drittel mindestens wieder mitspielen. Auf jeden Fall. Und ja, also mit dem Sieg sind sie eigentlich wieder in der Spur. Ja, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Dritte Liga, wir sind in Diepolzau gewesen, Derby gegen Rebstein, knapper Sieg von Rebstein. Schön Zuschauer gehabt, Spiel so lala. Ja, es war ein mittelmäßiges Drittligaspiel gewesen. Von der Chance her fast gar nicht gesehen, bis auf der Valentino, der Penalty verschossen hat. Man hat schon gesehen, wie er angelaufen ist. Also ich habe gesagt, er verschießt. Stimmt. Und ja, aber man kann nicht sagen, es war unverdient gewesen. Kann man nicht sagen, dass Rebstein unverdient gewonnen hat. Nein, die Diepolzau hat... Sie haben schon auch ein bisschen mehr gemacht, sind auch spritziger gewesen, sind mehr den Sieg wollen, mehr über den Kampf, aber ich sage, ja. Aber aus dem Spiel hat die Diepolzau klare Chancen. Mehr Chancen gehabt, ja. Eigentlich. Ja. Nichtsdestotrotz ist der Sieg von Rebstein nicht unverdient. Genau. Und der Derby muss einfach gewinnen, egal wie. Sie haben jetzt noch 4 Spiele, 9 Punkte, sind voll vorne dabei. Toller Saisonstart von Rebsten, die Eppenzau ist ein bisschen zurückgebunden worden. Ja. Kann man so sagen. Das ist so. Und Rebsten wird um den 4-5 Platz spielen. Sie sind, das ist solide. Jetzt eben fällt ein bisschen der Rico, ja, der Dodo fällt aus. Dort müssen sie auch einen neuen Goalie finden auf den Winter. Habe ich gewisse Gerüchte gehört? Mehr wie gehört, oder? Goalie-Position. Ich zeige nur dahinter. Mehr sagen wir nicht. Ja. Es ist noch nicht ganz... Nein, er hat eine andere Karriere vorne, aber im Winter will er da dabei sein. FC Rebstein, sorry, er kann nicht kommen, weil er fängt jetzt an zu singen. Ja, mit seiner Stimmlage, also da sehe ich ihn. Sehen wir ihn eher da. Ja. Gut, wäre vielleicht gut, wenn er Rebstein vielleicht könnte dort ein bisschen weniger trainieren, dann hätte er mehr Zeit zum Singen. Zum Singen, ja. Gut, er hat Winterpause. Wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann schauen wir. Sehen wir weiter. Dann haben wir Drittliga weiter, St. Margrethe. Haarscharf am ersten Punkt. Durch einen individuellen Fehler vom Goalie am Schluss kommen sie dann noch 2-1 über, verliert oder vertendet den Ball gegen den Stürmer. Beim Nachsetzen haut er den Stürmer um, gibt Penalty, 88 die 2-1 für Rorschach. Über ein Jahr kein Punkt, da wäre die Möglichkeit gewesen. Wir haben noch mitgefiebert im Live-Ticker von Sportcheck. Schade, aber irgendwann musst du Punkte holen. He? Sonst gehst du halt nochmal runter. Ja, ich sage, der heisst Freddy Britt, also der Vorstand von St. Margrethe, geht in die Geschichte hinein. Die gehen in die Geschichte. 2 Jahre nachher kein einziger Punkt. Also jetzt ein Jahr. Ja, es geht. Also wenn du gegen Roger 2 nicht gewinnst, dann noch einen Punkt holst, dann willst du einen Punkt holen. Ja, du musst, wenn du oben bleiben willst, musst du vermutlich gegen die zweite Mannschaft. Also langsam müssen sie verwachen. Langsam müssen sie verwachen, weil, hey, da kann es ja nicht sein, wir sind ein paar Jahre noch 2 Interregio gewesen. Man geht jetzt in die Viertliga direkt runter, sollen sich fusionieren mit Rhein-Neckar oder ja. FC Eselschwanz! Hey, Eselschwanz gründen! Das wäre eine Idee! Also meinst du, der FC Rhein-Neckar und der FC St. Margrethe fusionieren zum FC Eselschwanz? Why not? Wieso nicht?
Ja. Sind beide eh gerade schlecht und kommt eh nicht mehr schauen, dass er von dem her passt. Ist denkbar. Vielleicht findest du dann etwa 50 Leute, die miteinander mal am Match gehen. Ist denkbar. Ist denkbar. Ich glaube noch nicht, dass man sagen kann, die steigen fix ab. Sie sind ja wirklich in näher drauf von den Resultaten her. Aber irgendwann. Was, du glaubst noch nicht? Ja. Yeah. Was, du glaubst noch nicht? Also, ich habe immer noch die Hoffnung. 3 zu 18 hat er. Ich habe immer noch die Hoffnung. 4 Spiel, 4 Niederlage. Was für Hoffnung? Ich habe immer noch Hoffnung. Vom Alles verloren. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht einmal ein Punkt kommt. Und dass dann. Mit einem Punkt bleibst du nicht oben. Da musst du mir irgendwie holen. Also gut, nein. Also gut, unser Experte. Abstiegskandidat Nummer 1 in der Drittliga. Abstiegskandidat Nummer 2 in der Zweitliga ist der FC Aubernik. Klare Aussage. Einfach noch zur Erklärung. Meinung von der Experten, das ist auch auf der Plattform Rintel 24 so, muss sich nicht unbedingt mit der Meinung von der Redaktion decken. Einfach, dass man das auch noch sagt. Meine hat. Meinung, ist da zu dem? Gut. Das ist also quasi Mario Basler im Kleinformat. Sehr schön. Oder XXL-Format. Oder XXL-Format. Gut. Letzte dritte ist, Rütti hat spielfrei gehabt. Wer Mundlingen 2, sie haben knapp 3-2 verloren in Gams, haben aber schon 4 Punkte. Ja, also, die bleiben oben. Die bleiben, ich gehe auch davon aus, also die, wenn ihr die haben ja die Trutini mit Klingler, mit dem Fabian Würst und Wüst. So weiter. Die haben schon eine gewisse Qualität. Und ja, ich denke, die packen das. He? Ja, ja. Gut, eben, ist geil für so einen Verein, dass die erste Mannschaft in der Zweitliga spielt, die zweite in der Drittliga. Ich finde das super. Ja, die haben auch beim 2 viel Zuschauer, oder? Eben, die leben für das. Also weißt du, wenn ich meine, du kannst auf Kolberstor mit dem Bier dort, also da geht jeder uns auf gerne. Also am Sonntag Nachmittag. Kommende Mittwoch, Sponsoren-Apero unter dem Kolberstor beim FC Mundlingen am Mittwoch gegen, oder im Vorfeld vom Spiel gegen Abdi Lengelburg. Wir gehen, oder? Das sind wir natürlich dort, selbstverständlich. So, ja, Jaltsch, hast du wieder die Abschiedskandidaten klar definiert und festgelegt. Ja, sicher. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir werden nicht am Wochenende oder auch bereits heute gesehen, ob deine Theorie, deine Voraussagen stimmen. Und wir freuen uns auf die Match. Danke herzlich unseren Partner, Sonnenbräu Brauerei in Repstein. Riebelmeister, Chipsfirma, Lüttolf, Spezialitäten AG St. Margrethe, Baumann, Elektro AG St. Gallen und selbstverständlich, darum sehen wir so gut aus, Mode Weber in St. Margrethe. Euch ganz gute Woche, bis bald. Gute Saison, ciao miteinander. Ciao zusammen. Ciao.